Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir starten eine neue Reise und wir spielen wieder Dark Souls 3, aber diesmal mit der Cinders Mod inklusive der Burning Battle Erweiterung, was vieles in dem Spiel deutlich anders macht. Wir starten ein neues Spiel. Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. Undead Legion, the Abyss Watchers. And the reclusive lord of the profaned capital. Yawn the Giant. Will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be Cinder. So it is that Ash seeketh embers. So, da sind wir auch schon. Reckesinder. Als Klasse, da es etliche neue Klassen gibt, aber ich denke, wir starten trotzdem wieder mit dem Söldner. Als Startgeschenk nehmen wir den Master Key, der ist auch neu. Und den Rest lassen wir so. Ja, im Gegensatz zum Originalen starten wir hier direkt am Feuerlingsschrein. Bei dem Bäumchen hier könnten wir direkt ins neue Spiel Plus gehen. Was wir natürlich nicht wollen.
Red Eye Ring erhöht die Aufmerksamkeit von Gegnern auf den Spieler. Für die Leute, denen es noch nicht schwer genug ist. Komm her, du Kleiner. Im Gegensatz zum Original ist hier nicht nur eine Inschrift, da kann man Herausforderungen starten. Man kann direkt bei Leuten die Covenant-Gegenstände holen und muss nicht mehr PvP machen, um die entsprechenden Gegenstände zu kriegen. Im Cinders Mod muss man ja sowieso offline spielen. Und es gibt viele neue NPCs. Hier haben wir eine Trainingspuppe und am Dehnaltar können wir Flüche aktivieren. Und da müssen wir mal gucken, welche Flüche wir aktivieren wollen. Vitality auf jeden Fall. Den lassen wir auch noch mit an. Mit den Flüchen haben wir dann auch die Möglichkeit, neues Upgrade-Material zu kriegen. Wir können jetzt auch von Leuchtfeuer ausleveln und müssen nicht mehr jedes Mal ein Feuerbahn schreien. Ah, das machen wir noch nicht. Mehr Leben für die Bosse und mehr Schaden. Wieder vielleicht. Kelle der Schreinmaid. Was auch neu ist, dass jetzt Items Werte drauf haben oder Eigenschaften.
Dass man hier zum Beispiel für den Turm nicht mehr den Schlüssel kaufen muss. Mit 20.000 Seelen, sondern der Turm ist direkt offen. Gibt auch viele neue Abkürzungen. Oder Reisemöglichkeiten, muss man ja sagen. Es sind nicht direkt Abkürzungen. Nein. Ich habe es überlebt. Oh, das ist mir auch neu. Interessant. Oh, der Katana-Dude. War auch schon der erste Tod. Wir gehen auf Faustkampf. Aus mit dem Mod dermaßen übertrieben. Aber ich find's gut. Legen wir uns doch noch mal mit dem Katana-Dude an. Prozent mehr Seelen, sehr schön.
So, was haben wir denn hier drauf? Weniger Ausdauerverbrauch von Waffen. Noch mehr drauf prügeln. So, ist die Frage, wollen wir uns schon mit Gundi anlegen oder nicht? Weil der ist hier auch deutlich stärker gemacht. Einfach mal zur Not und wir uns später. So viel dazu. Nee, das wird noch nichts. Neuer Ring. Lebensenergie plus 5. Thank you.
Er wusste noch nicht, dass er tot ist. Der Köcher, was kann denn der? Reichweite von Pfeilen, wenn das Leben voll ist. Naja. Die schreit Hussi. Mich noch ein bisschen an die neuen Kombos gewöhnen.
Autsch. Na komm runter. Durch die Faust in der Hand ist auch die Laufgeschwindigkeit ein bisschen erhöht, wie man sehen kann. Thank you.
aufeinander folgende Treffer stellen Lebensenergie wieder her. Yippie! Oh, du hier? Leveln. Roundhouse Kick hat ihn trotzdem neu erwischt. Hallo, Grey Red. Ah. You're no jailer, are you? No, no, you're from far away. And judging by the bell, you must be some of that unkindled ash. Remarkable. If that's true, then I have a favor to ask. Below the high wall is a musty little town. Not the home of any lord, just a very old settlement of undead. An old woman, Loretta, lives there. Please, give her this ring. I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty. What do you say then? Huh? Na klar, machen wir das. Wir wollen ja den Ring. I humbly place my faith in you. I am Grey Rat of the Undead Settlement, and I promise to assist you. Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. Do your part, and I'll do mine. Schnell kann's gehen.
Und da wir den Master Key haben, können wir auch hier direkt runter. Oh. Sollten wir mal bei André vorbeischauen. Da braucht noch wer. So, was kann denn die schöne Rüstung? Vega plus 2. Ich glaube aber, die Hände waren interessant. 30% Fluchaufbau. Ja, bevor wir weitergehen, schauen wir mal kurz bei André vorbei. Und bei Grey Red. Ich glaube, der hat auch noch was Interessantes für uns. Goodbye, all this be. Beim Gegensatz zum Originalen haben die Gegenstände, die man hier tragen kann, also die Covenant-Items, zusätzliche Eigenschaften. Well, I had your liar. Wovon wir nicht. Er verkauft diesmal auch Zeug. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein Bogen. Pretty be careful, I don't. Goodbye. Brauchen wir nur noch Pfeile dazu. Wir überspringen die ganzen Dialoge mal, die kennen wir ja schon. Ashen One. Fällt mir ein, wir haben ja noch gar nicht den Rest der Feuerhüterin geholt. Rüstung. Sollten wir vielleicht auch noch schnell machen. Beziehungsweise auf der anderen Seite liegt ja auch noch was in dem Mod.
Vitalität plus 3. Naja. Dann bleiben wir doch erstmal bei unserem plus mehr Seelen. Hier kann man sich Aussehensveränderungen holen. Side 2. Ganz gut drin.
Feuerbomben. Oh, die sind auch deutlich anders. Eine der Neuerungen, die haben die explodierenden Crystal Lizards aus Dark Souls 2 eingeführt. Oh!
auf Momentum. Was kann der Schönes? Quick Step Easily. Hm. Was los, Hundi? So, das soll es auch mit der ersten Folge gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao, ciao.